Ja, wenn man aus einer Negativliste mit 10 Punkten eine Positivliste macht mit 10 Punkten, dann kann man wieder gucken, was sind denn jetzt die Essentials? Was ist das Wirkliche? Was ist das Wesentliche? Ja, was in einer nächsten Beziehung stattfinden soll? Und das hilft, eine Klarheit zu erzeugen, die viele gar nicht haben. Ja, oder wo ich dann merke, wenn ich die Menschen im Gespräch sehe, höre, ja, die sagen, ja, was soll ich da schon erwarten? Da muss man halt Glück haben und zu hohe Ansprüche darf man ja heute auch nicht stellen, ja. Und das empfehle ich nicht. Ja. Da empfehle ich wirklich genau hinzuschauen und zu sagen, was willst du wirklich? Wonach sehnst du dich in der Tiefe deines Herzens? Ja, oder wonach denkt sich dein Herz, damit du dich in der Partnerschaft gut aufgehoben fühlen kannst? Das ist, Liebe darf nährend sein. Ja. Ich muss nicht den ersten Besten nehmen. Und jetzt hier einen lausigen Kompromiss eingehen, nur weil ich das Gefühl habe, es kommt sonst nicht jemand anders mehr. Das ist auch eine Form der Selbstliebe, ja, sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun. Und im Grunde ist das eine ganz einfache Frage, ja, fühle ich mich gut in der Gegenwart dieser Person? Wenn wir uns jetzt hier eine Stunde treffen und Kaffee trinken und miteinander sprechen, dann möchte ich, dass es der Frau hinterher besser geht als vorher und ich möchte mich auch besser fühlen als vorher. Fang an zu leuchten. Ja, beschenke die Menschen und zwar alle so gut du kannst, ja, mit dem Licht in dir. Vergessen. Und zwar bitte tragt euch durch ein und meldet euch an für den Happy Single Kongress, wenn euch das Video gefallen hat. Ich freue mich total auf euch. Tschüss.